Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Bus Simulator 16 hier bei der Strömling. Und wir sind ein werbefinanziertes Unternehmen, das heißt, wir werden die Busse natürlich anpassen, fangen natürlich auch wieder bei Strömling 1 an und gehen zum Thema Werbung über, nehmen den dritten Slot und schauen uns mal diesen hier an. Aha, 1000 Euro pro Woche, das ist dieser hier. Wir müssen mal schauen, wie das Ding aussieht, was das Ding überhaupt darstellt. Das sind Zeppeline, wollte ich sagen. Nee, das sind hier Fächer, genau, das sind Fächer. Die sind aber ganz schön fesch, die Fächer. Wir gucken mal nach, wo wir die hinpacken. Wir könnten die theoretischerweise entweder hier aufpacken. Ja, sieht nett aus, aber es ist noch nicht nett genug. Da wird das sozusagen mit überklebt. Was passiert, wenn ich den Fächer einfach mal so hier im... Oh ja. In der Größe auf A. Warte mal. Auf A. Das sieht doch nett aus. So kann man es machen. Ich würde mal sagen, das nehmen wir auch an. Das war Strömling 1. Dann kommt Strömling 2. Wo haben wir es? Werbung. Der Slot hier. Die hier. Der geht's bis A. Na? Bist du hier blond oder was? Der Regler ruckelt gerade. Weiß nicht warum. Warum? Das ist mal so ein bisschen höher, damit ich den Stiel da habe. Ja, so nehmen wir es. So, annehmen, danke. Sehr schön, das war Strömling 2. Dann kommt Strömling 3. Strömling 3. Hallo Strömling. Wollen wir mal kicken. Werbung. Dritter Slot. Werbung. Der hier. Und dann kriegt Strömling 3 den auch verpasst. Auch hier wieder so schön rein damit. Und auch annehmen, danke. Und dann kommt noch Strömling 4. Oh, schön hier oben. Schubidubidu. Der kriegt dann auch einmal Werbung. Der hier. Und der kommt dann hier rauf. Schön, da oben macht sich das sogar ganz geil. Das sieht irgendwie cool aus. Sieht zwar keine Sau, aber es sieht cool aus. Ja, muss man mal so sagen. Ja? Gut, auch das hier annehmen. Ja, ich brauche die Positionen hier eingeben und dann habe ich das sowieso, oder? Ist das so einfach? Na toll. Schauen wir beim nächsten Mal, wenn wir das nächste machen. Ja, was man immer manchmal so sieht oder nicht sieht. Gut, ich muss immer noch machen eine schnelle Strecke. Das heißt, die killen wir wieder. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir nochmal eine schnelle Strecke hinkriegen. Das heißt... Das wäre das Schnellste, was mir jetzt einfällt. 1, 2, 3. Sind 3 Farben. Speichern wir. Ja. So, warte mal. Erstmal nochmal abbrechen. Jetzt will ich mal kurz mal gucken. Ich will mal was kurz gucken. Da ist ein Fahrer. Da ist ein Fahrer. Und da ist noch auf Lehrling. Okay. Wie weit? Wieso ist denn der noch auf Lehrling? Oder was? Hier. Ach, da ist die... ich verstehe. Gut, soll mir jetzt nicht stören. So, machen wir mal fahren.
mit den Strömling 3. Ne, wir nehmen Strömling 3. Fahren die Strecke mal. Jetzt gucken wir mal, dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Das ist auch mal so die Frage. Ach, das ist ja mit diesem unmöglichen Spiegel wieder. Na, das ist ja blöd. Strömling 3 hat ja mit dem unmöglichen Spiegel. Ich wollte nicht den unmöglichen Spiegel haben. Der ist so bescheiden. So ein Mist aber auch. Schade. So, warte mal. Tempomat ist an. Das ist alles an. Das heißt, ich kann ein bisschen höher gucken, damit ich den Spiegel da umsehe. Damit ich sehe, was die Türen machen. Ja, schade. Und wir haben eine Menge Stau hinter uns. Den habe ich aber gut hinbekommen, den Stau. Ja. Hoppala. Der hatte so eine zackige Lenkung auch gehabt. Na, weit los. Willst du nicht rüberfahren? Ja, gibt sich Mühe, langsam zu fahren. Du darfst hier übrigens 70 fahren. So rein theoretisch. Ja? Oh, schön hier ran. Und bremsen. Sehr schön. Meisenstraße. So. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrkarte. Sollst du bekommen. Ach du Scheiße, der gibt mir jetzt richtig viel. So, und weg mit dir. Vielen Dank. Ja, ich dir auch. Ich hätte gerne eine normale Wochenfahrkarte. Eine normale Wochenfahrkarte kriegst du. 35 kriege ich, dann kriegst du 2 zurück. Vielen Dank. Gerne doch. So. Und schön Gas geben. Jetzt müssen wir ja ein bisschen auf Zeit fahren. Weil das ist ja eine Strecke, die eigentlich schnell fahren soll. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen. Nächster Halt, Baccarastraße. Baccarastraße. Da wohnen die ganzen Bäcker in der Baccarastraße. Och, Boris Bäcker. Bum Bum Bäcker. Ja, der macht ja jetzt aktuell selber Trainer. Ja. Früher hat er selber noch Tennis gespielt. Dann hat er sehr viele Liebschaften gehabt. Ja, ja. So, was los? 30 Sekunden. Ach, das wird wieder so verknappt, das Ding. Komm, werd grün. Wir haben hier keine Zeit. Wir haben wirklich keine Zeit. Bitte. Das soll eine Schnellstrecke sein. Das soll eine Schnellstrecke sein. Und jetzt fahren die erst so rum, ey. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja eine Ampel, die frisst Nerven. Das ist die ewige Ampel. Wir kommen zu spät. Wir kommen sowas von zu spät. Nur wegen dieser Ampel. Also gut, ich weiß, was dich aufmuntert. Wollen wir uns ein Bubble Tea holen? Bubble Tea? Ja, nein, warte. Ich kann nicht. Ich habe diesen Monat schon zu viel ausgegeben. Oh. Kein Problem. Du bist eingeladen. Ja, Bubble Tea war ja hier in Berlin auch mal so voll die Seuche. Also wenn ich sage Seuche, dann meine ich das auch so. Ah, ein bisschen spät. Naja, es geht noch so ein bisschen spät. Ja, und dann haben wir hier 7 Millionen Läden hier gehabt in Berlin. Okay. Ja, und mittlerweile haben von diesen 7 Millionen Läden gut 99,9% wieder geschlossen. So viel zu der Seuche von einem Bubble-Tea-Geschäft. Freiheitsstraße West. Genau, Freiheitsstraße. Das ist der letzte Halt. Sehr schön. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, ja, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ich vergewissere mich sowas von. Das glaubst du gar nicht. In der Hoffnung, dass das hier klappt. So, Blinkerbonus nicht vergessen. Na, jetzt sind wir nicht so ideal, wa? Ja, schlechte Halteposition. Seht ihr, hier sind wir noch auf diese weißen Linie. Ah, das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber wir wollen mal gucken, was die Endabrechnung hergibt. Die Endabrechnung sagt zumindest 5 Sterne. Das ist mal sehr schön. 5 Sterne. So, da hat jemand einen Aufstieg. Auch sehr schön.
Okay, Strömling, Strömling, Strömling. Kohle, Kohle, Kohle. Und, oh ja, es kommt Kohle rein. Haben wir gemacht. Genau. Und es kommt nochmal. Kriegen wir nochmal Stufe? Nee, leider nicht. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn? So, die schnelle Strecke haben wir. Besitzt eine schnelle Strecke sowieso? Mit so und so viele Dinger. Nee, ist nicht. Okay, haben wir. Ich möchte jetzt eine richtige Strecke designen. Boah, eine richtige Strecke. Das heißt, die werden wir hier mal töten. Ja. Okay. Gut, wie soll die richtige Strecke aussehen? Die richtige Strecke, ich möchte, dass wir eine richtige Strecke machen. Boah, eine richtige Strecke. Und diese richtige Strecke, die soll Punkte reinbringen ohne Ende. Ich hoffe, dass die richtig Punkte reinbringt ohne Ende. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo wir die anfangen. Wir fangen die beim Fischerweg. Ja, wir sollten natürlich auch auf Erstellen gehen. Wir fangen die beim Fischerweg an. Dann geht's jetzt dorthin. Dann. Muss mal gucken, wie wir hier sauber zurückkommen. Nee, das ist blöd. Das ist verdammt blöd. Das müssen wir dann doch anders machen. Also, das wird anders. Wir fangen an bei Neue Straße. Dann kommt Neue Straße West. Dann kommt die Konzerthalle am Graben. Logisch. Hä? Soweit ist noch logisch. Dann kommt der Fischerweg. Yes, der Fischerweg. Dann kommt... Machen wir so oder so rum? Wir machen so rum. Genau, dann kommt die Neue Straße Ost, dann St. Andreaskirche, dann kommt dieses Ding hier, genau. Dann kommen wir hier in diese schöne Kurvengasse und gehen hier rein. Dann kommt die Rosengasse, St. Pauluskirche, Goethestraße, die Straße, dann die Straße, die Straße. Wie viele Strecken haben wir jetzt? 13. Es ist schon eine große Strecke jetzt. Wir nehmen noch eine 14. rein. Baccarastraße, oder nicht? Warte mal, wir machen die mal raus. Wir nehmen dafür die rein und die rein. Dann haben wir diesen Bezirk hier unten komplett so dicht. Hier haben wir wirklich alle. Hier haben wir einmal so durch. Und ich würde mal sagen, die speichern wir. Das ist jetzt von Neue Straße zu Stiftstraße. Das ist eine richtig lange Strecke jetzt. Da haben wir einige Haltestellen zu fahren. Und die machen wir aber nicht mal heute, weil das würde jetzt den Zeitrahmen richtig sprengen. Das würde jetzt richtig sprengen. Das ist eine Streckenzeit von 30 Minuten knapp, wie es da aussieht. Ja, ja. Das heißt, die machen wir morgen. Also, in dem Sinne, euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.